Heute habe ich beschlossen, alle Kreaturen in Minecraft Hardcore zu fangen. Nämlich 67 verschiedene Kreaturen. Ich musste um die halbe Welt reisen, um sie alle an einem Ort zu fangen. Und es war eine sehr schwierige Aufgabe. Also, wie immer, lasst uns einen geeigneten Ort finden. Wir mussten nicht weit fliegen, also bleiben wir an diesem Hang. Also lasst uns das Gebiet säubern. Oh ja, jetzt sieht es recht gut aus. Ich habe alle Bäume gefällt, bis auf einen, denn hier haben wir einen Bienenstock. Gut, dass wir ihn gerade noch rechtzeitig gefunden haben, den Bienenstock. Was zum? Lasst uns hier verschwinden. Und zuerst bauen wir den Umriss unseres zukünftigen Gebäudes und davor... Hört auf, meine Videos zu sehen, ohne mich zu abonnieren. Also klickt auf den Abo-Button. Oh komm schon, wie das denn? Was bin ich für ein Verlierer? Okay, wir sind fertig mit dem Umriss. Hier ist also unser Plan für heute. Ich habe diesen Rahmen gebaut, den wir in Räume unterteilen und jede Kreatur dorthin bringen werden. Und ich habe die Kreaturen in drei Kategorien eingeteilt. Die leichtesten, wie zum Beispiel ein Huhn, die mittleren, wie ein Bär und die schweren, wie ein großer Wächter. Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, wie ich diesen großen Wächter transportieren soll. Und dann, was kommt als nächstes? Und dann müssen wir 67 Tags besorgen, also gehen wir zu unserer Totem-Farm. Auf dieser Farm gibt es nämlich nicht nur einen endlosen Vorrat an Totems, sondern auch einen endlosen Vorrat an Smaragden. Also habe ich welche mitgenommen und jetzt gehen wir den Bibliothekar suchen. Oh Mann, hey, herzlichen Glückwunsch, denn du bist dabei, der reichste Kerl des Dorfes zu werden. Und mein vorheriger Plan hat nicht funktioniert, also bin ich noch ein bisschen in der Wüste herumgelaufen und habe Zuckerrohr gesammelt. Und das alles, um unseren Bibliothekar auf die Meisterstufe zu heben. Ich weiß nicht warum, aber ein Golem taucht auf, und zwar nicht nur einer, sondern gleich zwei. Kommt schon rein, wäre besser, wenn ihr das Dorf verteidigen würdet. Es stellte sich heraus, dass ein Meister nur etwa 12 Tags vergeben kann. Und dann will er nicht mehr verkaufen, weil es ihm zu schade ist. Also habe ich noch ein paar Dorfbewohner aufgestockt und bin jetzt bei 67 Tags angelangt. Ich habe auch alle Arten von Büchern. Und dann fangen wir an, die ersten freundlichen Kreaturen zu sammeln. Entschuldigt mich, ich werde mir für eine Weile das Bett leihen. Danke. Also lasst uns nach ein paar leichten Kreaturen in der Nähe suchen. Hier haben wir also ein Schaf, und hier haben wir ein Huhn, und hier haben wir eine ganze Schweinefamilie. Geht oder ich mache Steaks aus euch. Ich habe einen Stall für die Tiere gemacht, also treibe ich sie erst hierher und dann bringe ich sie in Zimmern unter. So, komm mit mir, kleines Pferdchen. Muh. Bist du verrückt? Ich sagte, versuch gar nicht erst wegzulaufen. Hier sollten irgendwo Lamas sein, aber ich habe einen Esel gefunden. Hey, Grüner, was machst du denn da? Boom. Und dann kam der andere Creeper und schaut nur, was er getan hat. Ich beschloss, unsere Truppe ein wenig aufzustocken und wir hatten hier einige Verluste. Also brachte ich ein paar neue Tiere herein. Ich beschloss, ein Pferd mit einem Esel zu kreuzen, um ein Maultier zu bekommen. Das gilt doch nicht als Cheaten, oder? Aber ich habe herausgefunden, dass man sie zuerst zähmen muss. Und um das zu tun, nehmen wir einen Sattel. Und lass uns das tun. Wow, Alter, was machst du da? Dann habe ich also das Pferd gezähmt. Natürlich nicht das erste Mal, aber ich habe es gezähmt. Der Esel wollte mir auch nicht gehorchen, aber schließlich bekamen wir ein Maultier. Dann bin ich in das Wüstenbiom gegangen, um ein Kaninchen zu holen. Lasst uns in ein neues Zuhause springen. Wir müssen noch nach Hause gehen und... Stopp, stopp! Kaninchen, wie bist du denn hier? Oh, scheiße. Ups. Wie auch immer, ich habe ein neues Kaninchen gefunden. Außerdem haben wir ein Dorf in der Nähe. Ach, und lass uns ein paar der Bewohner herausholen. Hey, Kumpel, lass uns einen Ausflug machen. Ist nicht weit weg. Oh, nun, es wird lange dauern. Und lasst uns den Golem herausbringen. Wacht auf, Leute, es ist noch keine Schlafenszeit. Dann beschloss ich, dass der Golem und die Bewohner eine eigene Bude brauchen. Du Narr, komm her, hier ist dein Bett. Was ist ein Golem für mich? Und was haben wir jetzt? Liebe? Und so schlossen wir den Golem mit der Blume und die beiden Bewohner ein. Dann ging ich los, um die Katze zu holen. Was kann da schon schiefgehen? Komm schon, Kätzchen. Unsere Katze hat das Kaninchen gefressen. Jetzt setz dich hier hin und denk über dein Verhalten nach. Und jetzt gehen wir in die Stadt, um unsere kleinen Freunde, die Allies, zu besuchen. Und ihr könnt das Video unter dem Hinweis finden. Ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll, also nehme ich dich. Ich habe vor kurzem herausgefunden, dass wenn man einem Ally einen Apfel zuwirft, dann wird er ihn uns zurückbringen. Ich habe also viele Kreaturen hier gesammelt und sogar eine Biene ist irgendwie aufgetaucht. Also lasst uns jetzt jede Kreatur in ihr Zimmer bringen. Aber zuerst müssen wir einen Grundriss der Räume erstellen. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir die Räume für unsere Mobs dekorieren. Ich denke, wir sollten uns nicht um die leichten Kreaturen kümmern. Also lasst uns ein bisschen Holz und auch ein paar Blätter sammeln. Und wir werden alle Arten von Blöcken aus dem ganzen Dorf sammeln. Und nun lasst uns die Räume bauen.
In diesem Raum werden wir also eine Familie von Huftieren haben. Lassen wir ihnen etwas Heu da, damit sie nicht verhungern. Rutscht mal ein bisschen rüber. Erinnert ihr euch an dieses kleine Maultier? Schaut euch an, was er für ein Stier geworden ist. Wir sind also mit dem ersten Raum fertig. Jetzt wollen wir das Schwein hier einschließen. Und fertig. Machen wir eine Leiter für einen sicheren Transport der Schafe. Binden wir sie hier fest. Und dann... Okay, das war ein Scherz. Also haben wir das Schaf hier eingesperrt. Ich beschloss, die Kuh dort oben auf dem Berg einzusperren. Es ist eine seltsame Kuh. Die Kuh ist da. Hier habe ich einen Kerker für die Ally gebaut. Komm schon, Kleines, geh in den Käfig. Sei nicht böse. Wir werden für den Golem ein Zimmer aus Eisenblöcken bauen. Komm schon, Golem. Und hopp. Auf Wiedersehen, meine Liebe. Ich stahl zwei dieser Lamas von dem Reisenden. Das Lama springt einfach in die Luft. Und wir schließen sie in diesem Raum aus Akazienbrettern ein. Diese Bretter sind also ein bisschen im Weg. Oh, Mist. Wie auch immer, wir haben jetzt ein Lama. Neben dem Golem werden wir einen Raum für die Bewohner einrichten. Aber wie wir sie dorthin bringen, ist eine ganz andere Geschichte. Scheiße. Kumpel, verpiss dich, damit ich dich nicht mehr sehen muss. Steh auf, Kumpel. Die Bewohner haben wir ebenfalls eingesperrt, genauso wie das Huhn. Und jetzt haben wir noch ein Kaninchen und die Katze ist vor mir weggelaufen. Diese Katzen machen nichts als Ärger. Unser neues Kätzchen ist so schön. Es wird jetzt nicht mehr weglaufen. Da bleibt nur noch das Zimmer für das Kaninchen. Also graben wir ein paar Terrakotta-Blocks aus. Und dann schließen wir das Kaninchen ein. Oh verdammt, ich hab dich so satt. Scheiße, ich bin es leid, nach Kaninchen zu suchen. Komm schon. Also haben wir das Kaninchen endlich geschlossen. Wie immer habe ich es ein bisschen vermasselt und vergessen, unseren Kreaturen Namen zu geben. Also habe ich einfach random Namen geschrieben und den Kreaturen Tags verpasst. Und das war nur die erste Gruppe friedlicher Kreaturen. Und dann werden wir zwei oder vielleicht drei weitere Partien haben. Ich weiß nicht, wie viele. Und der erste wird ein Fuchs sein. Bleib hier, ich bin bald zurück. Ich habe Samen für einen Papagei gesammelt und eine Henne hat sich an mich gehängt. Alter, warte, ich sperre die später auch noch ein. Ich habe vorher noch einen kleinen blauen Papagei gesehen. Cool. Wir nehmen einen tropischen Baum mit. Ich habe hier auch einen Ocelot gefunden. Also bin ich zum Fuchs zurückgegangen. Ihr könnt mich mal. Sarah, Ruth und Kevin. Das ist das Superhelden-Trio. Und für die Combo brauchen wir noch einen Panda. Los geht's. Nennen wir ihn Big Bob. Ich habe einen Tintenfisch gefunden, aber es war wohl keine gute Idee, ihn so zu schleppen. Also habe ich einen Wasserfall gebaut und ein Aquarium für den Oktopus eingerichtet. Jetzt lass uns noch einen Leuchttintenfisch finden. Scheiße! Scheiße! Oh, Kumpel, später, okay? Und er. Los, los, los! Oh, du schwimmst dort? Und uff. Dann hatte ich keine Fantasie mehr, also fing ich an, alle Toni zu nennen. Toni, wo bist du? Komm wieder rein! Jetzt werden wir also für alle Kreaturen Räume bauen, die ihren Biomen ähnlich sind. Ich habe hier einige Materialien gesammelt. Also lasst uns anfangen, die Räume zu bauen. Kevin wird in einem Zimmer im Dschungelstil leben. Wir fügen auch Kakaobohnen hinzu. Und jetzt haben wir auch den Papagei eingeschlossen. Ich habe beschlossen, den Ocelot bei der Katze einzuschließen. Für den Fuchs haben wir einen Raum aus Fichtenholz. Also gib mir die Leine, halte stattdessen den Apfel. Ich danke dir. Für den Panda habe ich diese zwei Zimmerwohnungen gemacht. Wir lassen ihm etwas Bambus und... Boom. Der Panda ist also an seinem Platz. Das Zimmer mit dem roten Erz habe ich für den Leuchttintenfisch gemacht. Und für den Tintenfisch gibt es diesen Raum aus Lapislazuli-Blöcken. Dann ging ich los, um die Fledermaus zu holen. Und es stellte sich heraus, dass man sie nicht in ein Boot setzen oder an eine Leine binden konnte. Also wusste ich überhaupt nicht, was ich tun sollte. Aber ein bisschen später fand ich eine Möglichkeit heraus. Die Fledermaus überwintert in dunklen Räumen, also baute ich einen geschlossenen Raum aus gewöhnlichen Steinen und nach etwa 30 Minuten hatten wir eine Fledermaus in unserem Zimmer. Und ich kam auf einen sehr symbolischen Namen für sie, Batman. Nun, im Moment sehen die Räume mit unseren Kreaturen so aus. Und wir haben noch ein paar freundliche Kreaturen zu sammeln. Also bin ich in den Sumpf gegangen, weil hier Frösche leben und da ist sie. Oh, du kommst also mit mir? Sind das deine Kinder? Okay, wir nehmen sie auch mit. Ich gerate immer in Schwierigkeiten. Hey, lass mich in Ruhe, Mann! Also, hier haben wir eine Schildkröte, die sich aufwärmt. Eine Sekunde, wir nehmen sie, nehmen sie, nehmen sie, nehmen sie, nehmen sie. Es ist einfach die perfekte Schildkrötenentführung. Ich habe auch einen Kugelfisch, Kabeljau, Lachs und Tropenfische gesammelt. Und dann gehen wir auf die Suche nach einer Mushroom. Wir werden auch alle möglichen Blöcke dieses Bioms ausgraben. Ich habe schon eine Pilzkuh. Unterwegs habe ich einen Delfin gefunden. Es tut mir leid, Leute, aber ich habe schon Lamas, also... Die Pilzkuh wird Toni heißen. Und den Delfin habe ich auch Toni genannt. Wow, Mann, komm zur Ruhe.
Hier haben wir also eine Kuh, einen Frosch, eine Schildkröte und eine Biene in einem Boot. Und wir müssen noch eine weitere freundliche Kreatur finden. Und das ist unser Axolotl. Zusätzliche Diamanten können nie schaden. Und ich weiß nicht, wozu ich dieses Stück Eisen brauche, aber lass es sein. Hier ist also unser kleiner Freund. Bumm. Lasst uns hier verschwinden. Die letzte Gruppe der Kreaturen erwies sich als ziemlich einzigartig, also sollten auch die Wohnungen für sie einzigartig sein. Also habe ich für die Kuh einen Raum aus rotem Pilz gemacht. Ich beschloss, den Frosch und die Kaulquappe zusammen einzuschließen. Für den Axolotl habe ich einen Laschraum gemacht. Und den Delfinen, Schildkröte und alle Fische zu den Tintenfischen geschickt. Ups, wir haben ja einen Griefer. Ich nutze die Gelegenheit, um den hier zu fangen. Oh, scheiße, was für eine Falle. Komm schon, komm her, du Verlierer. Wo bist du? Lass es, ah! Du Loser. Jetzt setz dich hier hin und denk darüber nach, wie es ist, anderen Leuten die Blumen zu klauen. So, endlich sind wir mit den freundlichen Kreaturen fertig. Und unser Gebäude sieht jetzt aus wie ein Tetris-Spiel. Als nächstes gehen wir zu den neutralen Kreaturen über. Und das sind die Kreaturen, die uns entweder töten wollen oder nicht. Und die erste, der ich begegnete, war eine Spinne. Ich konnte sie nicht ins Boot stecken, also habe ich sie einfach vergraben. Nicht weit von hier haben wir eine Mine mit ekligen Höhlenspinnen. Und diese Spinne wollte auch nicht in das Boot. Und dann merkte ich, dass es nicht so einfach sein würde, wie ich dachte. Um sie zu bewegen, musste ich einen Wasseraufzug bauen. Aber die Spinnen ahnten offenbar, dass etwas nicht stimmte und beschlossen sich einfach von oben vor mir zu verstecken. Aber da war noch ein dritter Narr, den ich in unseren Aufzug schieben konnte. Und dann mussten wir unsere Höhlenspinne nur noch sicher transportieren. Aber sobald die Sonne herauskam, verwandelte sich unsere Spinne in eine liebevolle Disney-Prinzessin. Was für eine Heuchlerin! Und am Ende habe ich es geschafft, sie in ein Boot zu setzen und unsere Spinne ins Gehege zu bringen. Sieh nur, wie er da sitzt und zittert. Die Biene bettelt um ein Zimmer. Jetzt wollen wir sie in ihre Zimmer bringen. Aber zuerst müssen wir ein paar Materialien von der Basis holen. Für Enderman brauchen wir einen Endstein und ein glänzendes Kopfsteinpflaster für Spinnen. Wir werden auch einige Spinnennetze sammeln. Und lassen wir den Kraken frei. Scheiße! Hey Leute, folgt mir. Diese Spinnen gehen mir langsam auf die Nerven. Ja, das war wirklich schmerzhaft. Die Spinnen haben wir eingeschlossen. Oma, wie kommst du denn hierher? Wow, ich mag dich nicht, also nenne ich dich auch so. Für Enderman haben wir einen Endraum. Warum zitterst du? Du bist bald zu Hause, keine Sorge. Und ich habe eine Idee, wen wir zu unserem Enderman hinzufügen können. Holen wir uns einen Endermite, der sich ihm anschließt. Das war's dann wohl für Easy. Oh Mist! Scheiße, wir sind einfach beste Freunde. Jetzt bringen wir in die Hexen rein. Irgendein Verrückter hat mir so viele Effekte verpasst. Wir haben also noch ein Zimmer für die Biene. Und ich will diesen Raum aus Wabenblöcken machen. Also machen wir hier einen kleinen Bienenstock. Perfekt. Lass uns ein Feuer machen, damit uns die Bienen nicht zu Tode stechen. Und jetzt, wo unsere Bienen arbeiten, warten wir und sammeln die Honigwabenblöcke ein. Und wir müssen noch drei neutrale Kreaturen finden. Ich habe irgendwo auf diesem Berg Wölfe gesehen. Wir brauchen auch eine Ziege. Hier ist ein Wolf. Lasst uns noch einen holen. Was zum Teufel? Unsere Ziege ist über den Zaun gesprungen. Dann bleibt uns nur noch der Eisbär. Ich habe bereits ein wenig Erfahrung damit, einen Bären zu schleppen. Weißt du noch, wie wir im letzten Video ein ganzes Biotop für einen Bären gebaut haben? Es ist verfügbar und ihr könnt es euch ansehen, indem ihr dem Link folgt. Und was für ein Witz, ich stecke nur dummerweise im Schnee fest. Was soll's? Ah, Zombies, ah, scheiße, 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 scheiße! Du verdammter Mistkerl von Ziege! Wie oft kannst du noch über den Zaun springen? Das sind also Kreaturen aus Schneebiomen, also machen wir ihre Räume auch aus Schnee. Hier werden wir einen Raum für einen Eisbären bauen. Hier werden wir so etwas wie ein Iglu haben. Und dann werden wir den Bären ansiedeln. Der Bär ist also an seinem Platz. Für die Ziege haben wir den gleichen Raum mit einem Mini-Hügel. Und hier haben wir einen Wolf und einen Hund. Unser Wohnkomplex wächst und ich kann es kaum erwarten, das Endergebnis dieses Gebäudes zu sehen. Und jetzt geht es weiter. Aber bevor wir das tun, unterstützt mich bitte, indem ihr meinen Kanal liked und abonniert. Ich danke euch. Und jetzt ist es an der Zeit, mit den schweren Kreaturen zu beginnen, die zu 100% das pure Böse sind. Ich will zuerst die normalen Kreaturen erwischen. Es ist Nacht, also sollte es einfach sein. Guten Abend, Herr Skelett. Was für ein schlauer Kerl, der das selbst herausgefunden hat. Nun, bei den bösen Kreaturen ist alles ein bisschen komplizierter. Also denke ich, wir sollten gleich Räume für sie bauen und sie dann einen nach dem anderen holen. Wir werden also Räume für das Skelett aus ganzen Blöcken bauen. Ich denke, das wird irgendwie symbolisch sein. Deaktiviere vorsichtig den Creeper, um unserem Skelett nicht zu schaden. Jetzt werden wir uns kurz umdrehen. Mir ist eingefallen, dass auch die Sonne ihn töten kann. Und wozu brauchen wir ein Boot, wenn er mich verfolgt? Nein, nein, bitte stirb nicht. Kumpel, du kannst die Waffe weglegen. Jetzt lass uns ein Zimmer für den Ertrunkenen bauen. Wir machen es aus etwas sehr Einfachem.
Es ist ein bisschen zu anstrengend, dem Ertrunkenen zu folgen. Es gibt da einen einfachen Weg. Du kannst die Zombies einfach ertränken. Denn Zombies verwandeln sich in den Ertrunkenen, wenn sie ertrinken. Und jetzt machen wir den Raum für den Zombie. Und machen für ihn den gleichen Raum wie für den Tintenfisch. Ich habe also alle möglichen Erze gesammelt und ich hatte großes Glück, denn ich hatte einen Zombie-Bewohner bekommen. Also lasst uns gehen und unsere Plätze einnehmen. Kumpel, warum hast du solche Schwierigkeiten mit diesen Leitern? Keine Sorge, die sind in Ordnung. Ja, ich hoffe, das Zimmer gefällt euch. Leute, ihr seid zu spät. Woher hast du das? Leg das sofort zurück. Er ist weg. Ich glaube, ich weiß, wer der Nächste ist. Wir setzen das Boot ein und müssen jetzt nur noch hoffen, dass die Phantome hineinfliegen. Mist. Komm schon, komm schon. Oh, es hat funktioniert. Okay, ein Phantom ist mir entwischt. Du Idiot, du hättest einfach im Raum chillen können. Jetzt lass uns zum Chunk gehen. Tut mir leid, Baby, du bist zu winzig. Aber du bist genau das, was wir brauchen. Verdammt, der passt nicht mal die Treppe hoch. Wie wäre es, wenn wir ihn kleiner machen? Oh ja, 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 ja. Jetzt bewegt er sich viel schneller. Wir haben nur 2 Slimes weit bis zu unserem Schlafzimmerkomplex geschafft. Und für die Slimes habe ich ein Zimmer aus Schleim für sie gemacht. Oh yeah, das ist sehr originell. Und wir haben schon einen Zombie, ein Skelett, einen Ertrunkenen, einen Slime und sogar ein Phantom. Aber ich hatte immer Probleme mit den Creepern. Wie kommt es, dass sie nirgends zu finden sind, wenn man sie so dringend braucht? Wir werden einen Raum mit TNT für den Creeper bauen, weil er wirklich explosiv ist. Und ich will auch einen aufgeladenen Creeper hierher bringen. Ich habe die Schnauze voll von diesen Endermen, die langsam unser Hochhaus auslöschen. Grüne, komm vorsichtig rein. Nein, 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 Grüne! Ich mach nur Spaß, ist schon okay. Was zum Teufel, ist das dein Ernst? Als Nächstes sperren wir einen Riesen ein. Er trägt meine Herzen so gut. Ich bin schon seit einer Stunde mit ihm beschäftigt. Ich hätte fast einen Typen vergessen. Und bam. Naja, ist ganz einfach. Jetzt schließen wir diesen Landstreicher ein und machen einen Raum ganz aus Eis für ihn. Wir hatten hier einen kleinen Kampf zwischen zweien. Also hey, wir müssen diesen hier töten, denn er fängt an zu gewinnen. Das ist also der 48. Oh, wer hat mich geschlagen? Lieber Gott, bist das du? Jetzt will ich also eine braune Kuh und einen geladenen Creeper bekommen. Und dazu brauche ich einen Dreizack, den ich hoffentlich aus diesen Mistkerlen herausschlagen kann. Kommt schon, Jungs, werf diesen Stock nach mir. Hä, was für ein Glück, ich habe ihn fast beim ersten Mal erwischt. Aber warum ist er schwarz? Hm, ja, Minecraft laggt wieder. Wie auch immer, ich habe 2 weitere Dreizacken. Jetzt muss ich sie reparieren. Und die Bücher werden mir dabei helfen. Also lasst uns unseren Dreizack verzaubern. Du verstehst, was ich meine, oder? Es ist einfach nur ohne Kommentare. Ach, Balner, wie kommst du hier rein? Komm schon, komm schon. Boom. Jawohl, ein ziemlich praktisches Ding. Das gefällt mir. Jetzt müssen wir also auf den Regen warten. Es hat innerhalb einer halben Stunde lang nicht angefangen zu schütten. Also lassen wir das erstmal aus und gehen zu den Kreaturen aus dem Nether. Ich habe also ein Portal gebaut. Lasst uns ein paar Blöcke für unseren höllischen Raum sammeln. Ich weiß nicht, was ihr vorhabt, aber das ist es nicht wert. Oh, Scheiße! Wir schließen den Schreiter zuerst ein, weil er am harmlosesten ist. Nein, 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 stirb nicht. Ich will nicht nach deiner Art suchen. Für den Schreiter werden wir einen gewöhnlichen Raum im Stil von Nether bauen. Also sperrten wir den Schreiter ein. Es regnet endlich. Wir müssen es so schnell wie möglich machen. Hoffentlich explodiert es jetzt nicht. Lassen wir den aufgeladenen Grünen erstmal im Stall. Jetzt die Kuh. Das ist... Oh, Entschuldigung, Kuh. Ja, das war ziemlich einfach. Wir schließen die braune Kuh mit der roten ein. Oh ja, Kleines. Aber wie man den aufgeladenen Creeper da reinbekommt, das ist eine unmögliche Aufgabe. Aber ich habe einen Plan. Also... Es war wirklich schwer, aber ich habe es geschafft. So, dann gehen wir mal zurück zum Nether. Und jetzt brauchen wir einen Zombie-Ferkel. Und wie nervig diese Ghasts sind. Du versteckst dich besser, denn ich werde dich umbringen. Wenn keiner hinsieht, lasst uns... Oh, Scheiße. Geh in das Portal, du verdammtes Kind. Das ist also unser Zombie-Ferkelraum. Jetzt brauchen wir einen Magma-Würfel. Und der passt nicht in unser Portal. Ich will ihn nicht in 2 Hälften teilen, also machen wir unser Portal ein bisschen größer. Und... Oh, es ist fertig. Aber es lief nicht wie geplant. Oh. Es war einfacher, ihn nach unten zu holen, als ich dachte. Und für einen so großen Magmawürfel werden wir einen besonders großen Raum im Stil eines Basaltbioms machen. Wir hatten also einen Block aus Magma. Das sieht nach einem sehr guten Raum aus. Das nächste, was wir haben, ist eine Zolgin. Das verdammte Schwein hatte sich aus irgendeinem Grund anders überlegt, ob es runterkommen soll. Geben wir ihm eine kleine Motivation. Oh, das ist schon besser. Ich hoffe, du wirfst mich nicht aus dem 7. Stock. Oh, Schwein! Ein Hauch mehr und ich wäre wirklich gestorben. Sitzt du da auch gut? Also sperrten wir das eklige Schwein ein. Hey, du hast gefehlt. Und wir haben noch 7 Räume zu bauen. Dann habe ich mich auf die Suche nach der Festung Nether gemacht. Und am Eingang wurde ich von einer Wache empfangen, mit der ich aber schnell fertig wurde. Und hier ist unser nächster Passagier. Ah, Leute, was zum Teufel? Lasst uns wahrscheinlich ein paar Ziegelsteine für den Lohnraum sammeln. Why are you running? Why are you running? Alter, komm schon, geh zum Portal. Nein, 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 nein. Oh. Keine der Transportmethoden hat bei ihm funktioniert, also mussten wir ihn direkt zu unserem Haus eskortieren. Au, au, au! Bleib erstmal in diesem Loch. Wir werden die Lücke zusammen mit diesem Wither-Skelett schließen. Okay, Kumpel, ich lasse dich gehen und du gehst zum Portal, verstanden? Komm schon. Oh, was hast du getan? Es stellte sich heraus, dass unser dunkler Ritter Angst vor dem Licht hat, also müssen wir warten.
Ich habe ihm ein Dach über den Kopf gebaut, damit er nicht stirbt, und dann werden wir einen Raum im Stil einer Nether-Festung bauen. Wir sind also mit diesen Kerlen fertig. Und der letzte der Nether-Kreaturen, die wir haben, ist ein Ghast. Und ich habe ein ganz gewöhnliches Zimmer für ihn gebaut. Ich werde ein großes Portal bauen müssen, denn der Ghast ist ziemlich breit. Ich habe über eine Stunde lang an diesem fliegenden Affen herumgefummelt. Endlich ist es vollbracht! Wir haben also alle Nether-Monster. Wir mussten ganz schön schwitzen, um zwei Skelettpferde zu bekommen. Du willst mir wohl verarschen. Oh mein Gott! Wir werden den Raum komplett aus Knochenblöcken machen. Das ist großartig. Jetzt machen wir den Raum für die Räuber. Und dafür müssen wir einen Raid machen. Also bin ich schnell zum nächsten Außenposten geflogen und habe mit dem Anführer gekämpft. Ich bekam den Effekt des schlechten Omen, dann kehrte ich in das Dorf zurück und... ups, wir initiierten einen Raid. Wir werden sie in diese Grube treiben. Und dann mussten wir sie alle töten, also habe ich beschlossen, ein bisschen mit dem Dreizack zu spielen. Das ist eine sehr coole Sache. Letzterer war so erschrocken, dass er selbst in die Grube kletterte. Das sind 10 von 10 Punkten. Wir haben hier einen Diener. Ja, wir mögen uns gegenseitig nicht. Das ist unsere Gemeinsamkeit. Ich hatte Probleme mit diesem Hund. Er kam ständig aus der Grube und deshalb beschloss ich, ihn in den Raum zu sperren. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Ein Magier mit einer Fahne ist etwas Neues. Verdammt, ihr fiesen kleinen Dinger! Und ich habe vor, für sie ein Zimmer im Stil einer Waldhütte zu bauen, weshalb ich vorsichtshalber etwas dunkle Eiche und etwas Birke gehackt habe. Ich habe also angefangen, ein Zimmer für die Räuber zu bauen. Ich habe mich nur sehr erschrocken, weil er gerade tief gefallen ist. Lass mich vorbei! Ah! Der Zauberer erwies sich auch als sehr problematisch, so dass ich ihn mit einer Schubkarre ziehen musste. Und selbst als er hinter Glas eingesperrt war, gab er uns keine Ruhe. Er war ein wirklich nerviger Mistkerl. Also sind wir mit den Räubern fertig. Und wir haben noch 1, 2, 3 übrig. 3 Zimmer. Und dann, um den Silberfisch zu finden, ging ich zu meiner Sandkuhle. Ich hatte keinen klaren Plan, also hoffte ich einfach, dass wenigstens ein Wurm herauskommen würde. Und das tat er auch. Sogar 3. Kommt mit mir mit und ich werde euch ein cooles neues Haus bauen. Dann habe ich ein Zimmer gebaut mit allem, was ich gesammelt hatte. Ja, und sie haben sich alle in einem Block versteckt, aber wenigstens wissen wir jetzt, dass sie da sind, ganz sicher. Jetzt kümmern wir uns um dieses Zimmer und gehen uns in die Endwelt. Ups, ich hab's knapp verpasst. Also bin ich zu den Endinseln gegangen, um einen Schalker zu holen. Das ist alles, was wir für den Raum brauchen. Also, wie setzt man ihn eigentlich hin? Und so Stück für Stück müssen wir zum Portal gelangen. Und jetzt steig in den Wagen. Und du? Warum? Sag mir warum! Also, wo ist unser Schalker? Er müsste irgendwo hier sein. Ah, dort sitzt er da und chillt. Oh, das ist wirklich eine der schwierigsten Kreaturen. Lasst uns schnell ein Zimmer für ihn bauen. Mach's gut, mein Freund. Ich habe zu viel Zeit mit dir verbracht. Und schließlich der letzte Raum. Und zuletzt werden wir die Wächter und den großen Wächter einschließen. Also ging ich zum Unterwassertempel und begann Ressourcen für den Raum zu besorgen. Oh, wie ich es hasse. Ich musste zurück ans Ufer gehen und die Kuh mitnehmen. Und jetzt bringt mir die Kuh Milch. Oh, danke Kuh, was würde ich nur ohne dich tun? Ich habe noch ein bisschen Zeit, um die Prismarinblöcke zu holen. Ich hätte gerne noch 5 Eimer Milch, bitte. Dann fing ich an, einen Rahmen aus dem Boden zu bauen und begann die Seiten zu schließen, sodass ein Hallenbad entstand. Und dann habe ich angefangen zu fischen. Scheiße, scheiße, scheiße! Ich habe 40 Mal versucht, es zu tun. Kommt alle in euer neues Zuhause. Der erste ist weg und unsere Kuh hat auch keine Zeit verschwendet. Und der zweite ist also auch weg. Jetzt werden wir ein Zimmer für unsere Wächter bauen. Ja, das ist sehr lustig. Und genau richtig. Ich gebe dir 2 Sekunden, um darüber nachzudenken, was hier falsch ist. Dachtest du, ich würde dich nicht bemerken? Er ist einfach so weg. Kumpel, ich bitte dich nicht, in der Wand zu ersticken. Schaut euch nur diese Schönheit an. Und jetzt brauchen wir nur noch ein paar letzte Handgriffe. Und hier haben wir jede Kreatur in Minecraft Hardcore eingeschlossen. Dieses Projekt ist definitiv das Verrückteste, was ich je in Minecraft gemacht habe. Bitte schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Und wenn ihr mehr sehen wollt, unterstützt mich bitte, indem ihr meinen Kanal liked und abonniert. Und ihr könnt auch meine anderen Videos anschauen. Danke fürs Zuschauen und bye.